Hallo Leute, ich bin's der Dominik und ich begrüße euch zu einer neuen Folge der FC Schalke 04 Karriere. Und ja Leute, heute haben wir folgende drei Spiele. Heim geht's dann gegen Dresden, dann auswärts gegen den TSV 1860 München und dann nochmal auswärts gegen SV Darmstadt. Dann sehen wir, Michael Langer verlässt uns dann am Ende der Saison, beziehungsweise an der neuen Saison, weil sein Vertrag ausläuft, zu Charlton Athletic. Wir sind auch beim Spiel jetzt gegen Dynamo Dresden, starten mit dem Top-Team rein, aber in der Startelf ist irgendwas passiert. Friedrich geht einmal raus für Ciao, ran darf mal von Anfang an spielen für Rahman. So starten wir dann rein in das Spiel gegen Dresden. Ranftl spielt den Ball durch zu Simon Terodde. Der steht nicht im Abseits. Simon Terodde, 53. Spielminute. Er bringt uns hier mit 1:0 in Führung. Macht den Kapitänsschiffsmann, keine Ahnung, was das für ein Torjubel ist. Sieht aber geil aus. Und Nico Ranftl läuft von hinten in der Abwehr, nachdem er den Pass von William bekommen hat. Ganz durch. Bis kurz vorm 16er spielt dann den Ball weiter zu Simon Terodde, der läuft in den 16er, schließt ab, vorbei an Broll und damit führen wir mit 1:0. Siebtes Tor für Simon Terodde. Schiri zeigt eine Minute an, er pfeift ab, wir gewinnen gegen Dresden mit 1:0. Nächstes Spiel gegen TSV 68 München, die sind auf Platz 12, wenn ich richtig gesehen habe, mit dem Team Schmid ist reingekommen, genau, und ansonsten ist es das Top-Team, Diekmeier ist Stammspieler geworden. So starten wir rein, das Spiel gegen 60. Dennis Diekmeier zu Serda Dursun, 59. Spielminute, der macht das Tor und damit gehen wir mit 0:1 in Führung hier an der Grünwalder Straße, so heißt das Stadion genau, gehen wir hier mit 0:1 in Führung, schon fünfmal gesagt, ist aber egal, umso besser und das ist einfach nur stark gemacht gewesen, ne? Hier von Dennis Diekmeier, der auf Dursun wartet, der schießt ihn dann rein und damit führen wir mit 0:1. Der Schiri zeigt eine Minute an, die ist rum, er darf gerne abpfeifen und wir gewinnen das Spiel gegen 60 mit 0:1. Nächstes Spiel gegen Darmstadt, die sind auf Platz 14 und ja, mir ist aufgefallen, eigentlich ist Hansa Rostock aufgestiegen und nicht 60. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ist aber egal, mit dem gleichen Team starten wir so rein in das Spiel gegen Darmstadt. Da ist Eggestein, jetzt mit Diekmeier wieder Eggestein. Terodde spielt den Ball schneller durch, wir spielen es unfassbar gut. Amin Harit, 13. Spielminute, 0:1 Führung für Schalke und endlich schießt man wieder in der ersten Halbzeit ein Tor. Das war ja so unfassbar lange her, dass das mal passiert ist. Jetzt passiert es wieder. Und damit gehen wir mit 0:1 in Führung. Ich habe gedacht, der steht im Abseits. Steht nicht im Abseits, vorbei an Schuhen. Damit führen wir mit 0:1. Amin Harit für das Tor. Oh, sie kommen jetzt nochmal. Das wird gefährlich. Und ich verteidige so unfassbar schlecht. Also Leute, wie kann man das so schlecht verteidigen? Und dann rege ich mich da auch gar nicht mehr auf. Dann steht es 1:1, weil wer so schlecht verteidigt, hat es halt einfach nicht verdient. Und damit steht es 1:1. Darmstadt ist wieder da. Aber Leute, das ist ja so unfassbar schlecht. Wie dumm kann ich... Aber gut, die Spieler lassen sich auch steuern. Wie, weiß ich auch nicht. Guck mal, jeder läuft da einfach nur vorbei. Und dann, ja, kann einfach durchlaufen. Schießt das Tor. Oh, geil, wieder kein Ball. Damit steht es 1:1. Serda Dursun spielt den Ball durch zu Simon Terodde. Macht das 2:1. Er macht in der 42. Spielminute das 2:1. Und damit gehen wir erneut in Führung nach einem Konter, also ein buchstäblicher Konter gewesen, ne? Sehen wir hier Terodde zu Dursun, der Ex-Darmstädter spielt wieder zurück zu Terodde, der macht ihn dann rein, vorbei an Schuhen, keine Chance für ihn, 8. Tor Terodde, 2:1 Führung. Der Schiri zeigt eine Minute an, der darf gerne abpfeifen, denn die Minute ist rum und damit gewinnen wir das Spiel gegen Darmstadt mit 2:1. Dann sind wir in der Folge, Leute, wie ich sage, wenn euch die Folge gefallen hat, euch kein Abo da lassen, ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr passt. Das war's, Jungs. Haut rein. Bis dann und tschüss.